Willkommen zurück bei Ratchet & Clank Rift Apart. Wir befinden uns natürlich immer noch auf Blizzard Prime. Ich habe gerade überlegt, wie der Planet nochmal hieß. Wir sind in der Bergbaustation und jetzt machen wir weiter. In der letzten Folge haben wir eine kleine Nebenmission erledigt. Und jetzt treiben wir die Hauptstory ein wenig voran. Ich muss nur noch mal schauen, wo wir dafür hin müssen. Da ist noch irgendwie was, da komme ich aber noch nicht durch. Das ist, glaube ich, hier. Da ist noch so eine Art Fahrstuhl. Nee, da komme ich, glaube ich, noch nicht hin. Wir müssen jetzt mit einer weiteren Plattform uns fortbewegen, glaube ich. War das nicht so? Wo waren das? Wir haben es gleich, keine Sorge. Ach ja, genau, hier muss ich durch. Ich glaube, wir sind fast an der Messstation. Hier ist alles viel farbenfroher dekoriert als in meiner Dimension. Bones, konzentrier dich. Oh, das tut mir leid. Danke. Sieht aus, als würde sich der Dimensionsschaden verschlimmern. Es ist irgendwie hübsch. Auf tödliche, furchtbare Weise. Ja, das gebe ich zu, das stimmt. Wir haben aber die falsche Waffe drin, wir haben den Verpixler. Ja gut, den könnten wir theoretisch noch aufladen, aber ich gehe erstmal wieder auf den Vollstrecker. Der ist auch ein wenig eindrucksvoller vom Design her. Da, das muss die Chefingenieurin sein. Echt, ja? Wo denn? Hallo? Hallo? Hier ist niemand. Jedenfalls sehe ich hier niemanden. Ich weiß ja nicht, wen Rivet da gesehen hat. Kannst du das hören? Nein. Stimmen. Ich höre sie zwar noch nicht lange, aber wo das Lila ist, sind auch sie. Erst die Beben und das Blison, jetzt das. Ich höre gar nichts. Außer wie jemand fragt, ob ihr bald nach Phasenquarz bohrt. Nicht bevor ich weiß, was vor sich geht. Es könnte sein, dass es in der ganzen Förderstätte spukt. Darum sollen meine Wissenschaftsbots das Lila scannen. Und? Ich muss sie abholen. Sobald es sicher genug ist. Wozu warten? Ich suche die Bots und bringe sie sicher wieder hierher. Diese Bots haben eine Nachricht aus deiner Dimension abgefangen. Vielleicht von der Person, die wir getroffen haben. Hoffentlich können wir so aufklären, was dort passiert ist und es hier verhindern. Auf geht's! Na gut, okay, dann finden wir den Wissenschaftsbots. Die junge Dame da in dem Anzug, die haben wir am Anfang der letzten Folge auch gefunden, da war sie aber etwas niedergeschlagen. Ja, okay, Munition ist voll, da kommen wir nicht durch. Hier sind nur noch ein paar Schräubchen drin. Finde ich auf der Karte irgendwas? Nö, nicht so wirklich, aber wir müssten eigentlich hier noch einen Goldbolt finden und ein weiteres Ausrüstungsteil. Hoffentlich finden wir das auch. Ich werde meine Augen offen halten. Die Bots wären den mit den Messstäben markierten Wegen gefolgt. Sie lauschen ganz sicher dem Lila. Die Häufigkeit und Stärke der Beben nehmen zu. War es zu viel verlangt, Phasenquarz zu finden, ohne uns mit Erdbeben und Lava herumschlagen zu müssen? Ja, das ist wahrscheinlich zu viel verlangt, Rivet. Wäre möglich. Ich muss hier wirklich immer die Augen offen halten. Nicht, dass ich hier eine Abzweigung verpasse. Oh. Ah, den hätte ich fast übersehen. Hinten ist schon wieder Lava. Oh mein Gott. Da komme ich wahrscheinlich noch hin. Ja, da komme ich, glaube ich, noch hin. Aber das ist auf jeden Fall auf einer höher gelegenen Ebene. Es sei denn, ich kann mich hier irgendwie rüberschießen. Nee, nicht wirklich. Okay. Ach du Scheiße, wie komme ich denn da rüber? Da muss ich abwarten, bis die Lava weg ist, glaube ich.
Jetzt rüberspringen. Uah. Okay, das war knapp. Wäre ich ein Wissenschaftsbot, wo wäre ich? Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja kein Wissenschaftsbot. Kann ich dir nicht sagen, Rivet. Einer meiner Bots ist da oben. Ich muss unbedingt mit dem Vollstrecker weiter die Gegner bearbeiten. Den haben wir nämlich auch bald auf Stufe 5. Da hinten ist, glaube ich, so ein Bot. Was ist das hier oben? Hier geht's nicht weiter. Hier waren noch ein paar Schrauben und Lebensenergie. Aha. Das gerade. Ich bin da runtergefallen und konnte gar nicht mehr reagieren. Das war ja mies. Und richtig fies. Ja, ich folge dem Botter mal. Schnell, schnell! Versenktes Feld stinkt furchtbar. Naja, okay. Ich bin das dir auf den Fersen. Los! So, jetzt hat sich die Umgebung wieder verändert. Wir müssen auch immer diese komischen Kristalle da benutzen. Zwar nicht zwangsläufig, sage ich mal so, aber ohne die kommen wir nicht so wirklich weiter. Und jetzt muss ich auch wieder auf die andere Waffe wechseln. Erstmal machen wir die hier fertig. Uah. Meine Güte, die fressen aber auch viel Schuss. Na, warte mal, wen habe ich denn hier schon bearbeitet? Nina. Der ist down. Das war's noch nicht, oder wie? Wo ist denn der hin? Okay, wir haben ihn doch erledigt. Sah erst anders aus. Ja, von wo kam ich denn? Hier gibt's noch was. Wow! Meine Güte. Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, dass man so in der Schwerelosigkeit sich befindet. Aber hier ist noch Raritanium. Und ich glaube, ich komme da hoch, aber sah auf jeden Fall so aus. Haben wir hier noch was auf der Karte? Nee, haben wir nicht. Warum kann ich da rüber? Hier ist doch gar nichts. Da kann ich 100 Pro nicht rüber. Nee, das sieht nicht danach aus. Und da kann ich auch nicht hoch. Hm, okay, das war wahrscheinlich wirklich nur wegen dem Raritanium. So, dann geht's hier weiter auf den Magnetspuren. Das beschreibt so gut wie alles auf diesem Planeten. Stimmt. Wir sollten vorsichtig sein. Na, verdammt, diese ganzen schönen Schrauben da hinten. Ich weiß nicht, ob ich da rankommen würde, wenn ich da rüberspringe. Wie gesagt, hat voll was von Dead Space hier das Ganze. Ich überhitze! Kann ich doch nur schwitzen! Ich muss fliehen! Ich pinge sie an, damit sie zurückkommt. Sie hat wohl eine Audiodatei bekommen. Ich bereite sie auf. Weiter vorne ist ein altes Forschungslabor. Wie ich Jim kenne, ist er dort. Jim? Oh, klar. Noch ein Bot. Bin dran. Vor allem sagt der Bot, wenn ich überhitze, ach, könnte ich doch nur schwitzen, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, die Wortwitze hier manchmal sind auch nice. Fünfmal Raritanium. So, dann gehen wir wieder auf den Vollstrecker. Und da sind wieder die Halsabschneider. Hallo Jungs. Überraschungsangriff, ja. Na, die Robohunde. Wow. Willst du schon aufgeben? Ich will
wäre dir sehr verbunden. Ist das hier eine neue Waffe? Ach nee, das war die Waffe von den Halsabschneidern. Ich verstehe. Ah, okay. Wo geht's weiter? Da geht's nicht weiter. Das ist nicht der Hauptweg. Und den Kristall, den kann ich auch nicht benutzen. Warum kann ich den nicht benutzen? Wie kann ich das Energiefeld auflösen? Das geht wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt. Hoffe ich jedenfalls. So, dann müssen wir hier weiter. Geht ja nicht anders. Da hingegen kann ich wieder solche Kristalle schlagen. Okay. Und das ändert dann auch wieder die Umgebung. Ach du Scheiße. Das war knapp. Ach, das Ding ist explodiert, ja? Der war irgendwie instabil, kann das sein? Hinter dem Sicherheitsglas. Naja, da muss ich hin, wa? Komme ich da auch ran? Mal gucken, wie sich die Umgebung jetzt verändert. Vielleicht redet sie über die Sicherheitsprotokolle. Ich finde Bürokratie erdrückend. Was auch immer das für einen Sinn ergibt. Ich würde fast schon denken, dass wir jetzt wieder da zurückkommen. Hier müssen wir jetzt ran, oder? Nee, hier können wir auch nichts machen. Komme ich darüber? Verdammt. Wir haben einen Teil der Nacht. Der Rest erklärt uns hoffentlich. Überraschungsangriff! Ach du Scheiße. Kann ich alles nochmal machen? Hinter mir taucht jetzt der Robohund auf. Ja, dann kommt er. Ich habe gedacht, ich kann, wie gesagt, zurückgehen und dann diesen Kristall da hinten benutzen, aber. Willst du schon aufgeben? Ich wäre dir sehr verbunden. Ja, wie gesagt, diesen Kristall hier wollte ich eigentlich benutzen. Ich habe gedacht, dass wenn ich den anderen da schlage und sich die Umgebung wieder verändert, komme ich jetzt hier zurück. Hätte ja sein können. Und gerade weil wir uns auch in der Schwerelosigkeit befunden haben, habe ich gedacht, ich kann weiterspringen. Wow, das war knapp. Na gut, dann machen wir es nochmal. Brauche ich mal Lebensenergie? Ah, nee, war voll. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Ach so, da ist ein Loch im Sicherheitsglas. Ja gut, das habe ich nicht gesehen. Trotz all der Schärfe der Grafik habe ich das nicht gesehen. Da ist der Bot. Der befindet sich auch in der Schwerelosigkeit. Feindliche Entität. Hallo? Wollen wir beste Freunde sein? Nein. Du solltest zurück zur Chefingenieurin. Freundschaftsanfrage? Abgelehnt. Trauerlaute. Zurück zur Chefingenieurin. Oh, hör auf zu jammern, Jim. Hoffentlich hat er interdimensionale Nachrichten abgefangen und nicht nur neue Freunde gesucht. Erkannt. Feindliche Entität. Hallo? Feindliche Identität. Hallo, wollen wir Freunde sein? Freundschaftsanfrage abgelehnt. Auch geil. Oh, verdammt. Da muss ich so rüber. Wie gesagt, das Ding habe ich jetzt benutzt. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob sich da vorne die Umgebung geändert hat. Siehst du da drüben etwas? Das ist... Naja, okay, jetzt komme ich da auf jeden Fall weiter. Da sind wieder die Halsabschneider-Biker. Yep, immer noch ich. Na Jungs, damit heizt sich euch ordentlich ein, wa? Na verdammt, hat nicht ausgereicht.
Ja, was könnte ich denn noch nehmen? Mr. Partypilz, bitteschön. Ja, der Pilz ist gut drauf heute. Ja, ich weiß es auch nicht, Ratchet. Ich brauche auf jeden Fall die Schrauben. Ja. Können wir auch wieder zurück? Nee, nicht wirklich, wa? Von da hinten kam ich doch, oder? Ja, genau. Ach du Scheiße, was war das? Das hatte ich schon öfter gesehen. Ich weiß nicht, was das ist oder wer das war. Aber irgendwie war da jemand. Jetzt ist der Kristall nicht mehr von der Barriere umgeben. Verdächtigst du jeden, dem du begegnest, für Imperator Nefarius zu arbeiten? Fast jeder, dem ich begegne, arbeitet für Imperator Nefarius. Ah, gutes Argument. Hm, naja. Das Universum scheint klein zu sein. So, die Schrauben bitte. Ah, die kriege ich aber nicht, oder? Die kriege ich nicht. Nee, ich glaube, die kriege ich nicht. Oder etwa doch? Keine Ahnung. Warum kann ich denn das zerschießen, wenn ich an die Schrauben nicht rankomme? Gibt es vielleicht nachher noch eine Waffe, mit der ich die Schrauben einsaugen kann? Vielleicht so eine Art Staubsauger? Okay, jetzt sind wir erstmal hier. Schon wieder so ein Kristall. Oh, da hinten sind ja noch mehr. Na, mal gucken, was jetzt passiert. Oha. Runtergekommen. Naja, Stillgelegte. Hier haben sich garantiert Spalten geöffnet. Da findet ihr die Bots definitiv. Ja, denke ich schon. Damit könnte sie richtig liegen. Diese hässlichen Wespen. So, der ist down. Ja, was könnten wir jetzt nehmen? Was hatten wir noch nicht so wirklich aufgeladen? Ja, den Partypilz nochmal. Bitteschön. Zu geil. Ey, den muss ich unbedingt aufladen. Der Partypilz. Auch geil. Mal gucken, was er noch raushaut. Hallo, Partypilz. Ah, der haut gleich ab, oder? Der hat ja wie immer gleich Langeweile. Mal gucken, was er noch raushaut. Na, komm schon. Okay. Ach so, der ist dann verschwunden. Ich verstehe. Ich habe mich immer gewundert, was da verschwindet. Das war der Pilz. Da oben ist noch Raritanium. Da muss ich ran. Das muss ich haben. Hoffentlich klappt das hier. Oh, hab ich genau gewusst. Habe ich gewusst, dass das passiert. Oh, das war knapp. Ich hab's riskiert. Hoffentlich komme ich da jetzt auch wieder rüber. Ah, okay. So, dann geht's weiter. Okay, ich sehe den Bot auf dieser Plattform da rechts. Hinter der kaputten Brücke. Irgendwie muss man doch rankommen. Naja, irgendwie würde er schon gehen. Was können wir hier machen? Okay, wir haben hier zwei Kristalle. Jetzt ist da hinten auf einmal auch ein Kristall. Ach so, jetzt bin ich wieder in der Location. Aber da komme ich doch nie und nimmer rüber. Da hinten ist noch Raritanium. Ich glaube,
Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss erstmal diesen Mechanismus hier in Gang bringen, sofern das denn auch geht. Geht das nicht? Doch, jetzt geht's. Oh, der Kran hat den Kristall bewegt. So könnten wir dem Bot vielleicht einen Schritt näher kommen. Okay, jetzt haben wir den Kristall nach da drüben verfrachtet, warum auch immer. Aber ich glaube, das muss so sein. Und was passiert, wenn wir hier gegenschlagen? Ah ja, okay. Dann sind wir hier. Und nun? Da hinten sind auch noch weitere Kristalle. Und da hinten fliegen auch noch irgendwelche Bots rum. Sind das auch alles Wissenschaftsbots oder wie? Was haben wir hier auf der Karte? Oh ja. Da hinten ist auf jeden Fall noch was. Charmanter Akzent. Yeeha! Was macht ihr alle hier? Rückkehr zur Schiff mit einer wichtigen Nachricht. Oh, Sam. Immer auf der Suche nach sich selbst. Danke. Bald können wir die Nachricht entschlüsseln. Das waren alle. Danke. Kommt zurück zur Messstation. Mal sehen, was die kleinen Bots von drüben abgefangen haben. Ja gut, aber wir wären ja auch so hier rübergekommen. Warum sollte ich denn den Kristall hierher schaffen? Das, ja, das erschließt sich mir gerade nicht. Verstehe ich gerade nicht. Ich meine, ich wäre ja auch so dahin gekommen. Jetzt bin ich ja wieder hier. Irgendwie muss ich doch aber auch zu den Typen da drüben kommen. Umsonst sind die doch da nicht, aber das kommt wahrscheinlich noch. Na gut, dann gehen wir zurück zur Messstation. Da hinten ist auch noch Raritanium. Wie komme ich denn da ran? Da ist auch wieder so ein Kristall. Da hinten ist auch wieder eine neue Rüstung, sehe ich schon. Okay. Da muss ich irgendwie da hinten rüber. Mal gucken, wo war denn das jetzt hier nochmal auf der Karte? Das ist auf jeden Fall hier. Da komme ich von hier rüber. Alles klar. Okay, das muss ich im Auge behalten. Und irgendwo muss es dann auch noch diesen Gold Bolt geben. Dann gehen wir erstmal wieder zurück zur Messstation. Gefährliche Lebensform entdeckt. Sicherheitsabriegelung der Anlage eingeleitet. Keine Bitte Angst, was? Keine Angst. Ich habe das Sicherheitssystem programmiert. Allerdings sind sie laut der Bewegungssensoren im Haus. Raum? Oh, ich dummkopf. Die Decke. Die vergesse ich immer. Was zum Henker ist das für ein Ding? Position unbekannt. Lebensformen unbekannt. Protokoll vernichten. Ein Geschenk von meiner Dimension an deine. Und jetzt mache ich Altmetall draus. Guckt euch das mal an. Das ist der fortwährende Feuerschaden, den der Vollstrecker jetzt hier drauf hat. Auch geil. Na, verdammt. Ich brauch den Partypilz. Und zwar ein dreifacher Auswurf. Einer geht noch. Zu geil, der Pilz. Komm in die glorreiche Umarmung des Imperators. Nein, nein, danke. Stufenaufstieg, der Exekutor. Oh je. Wir was? Sind erschreckend in der Unterzahl. Ach so, der Vollstrecker ist. Der Vollstrecker. Das Knoten in der Zunge. Verdammt, ich bin gestorben. Oh, nein.
Ja, der Vollstrecker wurde zum Exekutor. Position unbekannt. Lebensformen unbekannt. Protokoll vernichten. Ein Geschenk von meiner Dimension an deine. Und jetzt mache ich Altmetall draus. So, jetzt räumen wir hier aber mal richtig auf. Mr. Partypilz ist auch Stufe 3. Wow, der wirft ja die Dinger ab, hat hier total verpeilt. Immer draufschießen, Rivet, komm schon. Mich hältst du nicht auf. Na, aber ich kann's doch mal versuchen. Und was hätten wir noch, was wir aufwerten können? Das hier zum Beispiel. Oh, verdammt, der hätte nicht sein müssen, der Treffer. Oh, wir sind erschreckend in der Unterzahl. Oh, nicht wirklich, aber dafür kann ich jetzt ordentlich mit dem Strahl Schaden verursachen. Das haut richtig rein. Oh, Krabbenalarm. Oh, verdammt, ich brauche doch wieder ein bisschen Lebensenergie. Irgendwo hier war doch was, habe ich doch gesehen. Oder etwa nicht? Ach, da hinten. Okay, der Negatron-Beschleuniger ist auch Stufe 2. Keine heimische Lebensform mehr auffindbar. Sicherheitswände deaktiviert. Vielen Dank und noch einen höllisch schönen Tag auf Blizzard. Ein höllisch schönen Tag, auch geil. Kleiner Rückschlag. Das verzögert die Entschlüsselung etwas. Aber ihr könnt den Bohrer benutzen. Jim bringt euch hin. Okay, Jim. Warte mal. Wir holen uns jetzt noch was anderes. Das ist nämlich das, was ich gesehen hatte. Dieses Ausrüstungsteil. Da sollten wir eigentlich rankommen. Alles kaputt schlagen. Nicht, dass wir hier was vergessen. Tut mir leid, dass du und Ratchet getrennt wurdet. Ich hätte ahnen müssen, dass etwas schief läuft. Der Dimensionator war einfach viel zu mächtig, um groß vorgeführt zu werden. Naja, jetzt komme ich da hoch. Ich sage ja, es lohnt sich in jedem Spiel, sich einfach umzuschauen, egal wo. Okay, mal gucken, wie ich da rankomme. Die Schräubchen habe ich schon mal bekommen. Hoffentlich komme ich da rüber. Schaffe ich das? Jawohl. So, ein neues Ausrüstungsteil. Mal gucken, was das ist. Q-Force, 2 von 3. Okay, das sind die Schuhe. Alles klar. Sehr schön. Jetzt haben wir eigentlich so gut wie alles hier gefunden, bis auf diesen Gold Bolt. Der fehlt noch. Da ist noch Aritanium. Hier scheint es dann noch weiter zu gehen. Okay, es ist hier noch ein bisschen Luft nach oben. Ah, da ist das Aritanium. Auch schon wieder 3 Einheiten. Da können wir doch Miss Sokon bald einen schönen Besuch abstatten. Na, schaffe ich das hier rüber? Was passiert denn, wenn ich da jetzt nochmal gegenschlage? Ah ja, okay, dann sieht das so aus. Okay, dann gehen wir wieder zurück. In Savali hatten wir ja auch alles gefunden, bis auf den letzten Gold Bolt, der wahrscheinlich irgendwo in der Mitte der Karte war. Ich wette, da war irgendwo noch ein Dimensionsspalt. Aber das werde ich mir dann im Nachhinein noch holen. Ich versuche aber halt so viel wie möglich auch so mitzunehmen. Hallo, wollen wir beste Freunde sein? Sicher? Freudenlaute. Im Namen der Freundschaft bringe ich dich zu unserem Phasenquarz-Förderbohrer. Ah ja, okay. Danke, Jim. Sehr nett von dir. Oh, das sind nicht
Diese Dimensionsanomalie ist identisch mit der auf Sargasso. Gut, das heißt, du kommst damit klar. Meine Warnung als oh nein, das ist schon wieder so ein Rätsel mit Clank. Die Integrität könnte dem Bohrer geschadet haben. Was bedeutet das? Als bester Freund will ich dich nicht beunruhigen. Darum erläutere ich es jetzt nicht. Stattdessen spontane Musik. Ich genehmige keinen Bohrereinsatz, bevor die Rohrverstopfung beseitigt ist. Wollen wir nachher zum Karaoke? Magst du Karaoke, beste Freundin? Was du nicht magst, mag ich auch nicht. Okay, so einer ist das also. Naja gut, aber der Jim scheint netter zu sein. Und ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Unterbrechung für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter und wir untersuchen diese Anomalie, die es auch schon auf Sargasso gab. Ich denke mal, das wird ein Rätsel sein, wo wir wieder mit Clank hantieren müssen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch zur nächsten Folge ein. Dann geht's weiter mit Ratchet und Clank Rift Apart.